Klaus trifft Frauenfußball. Gespräche und Interviews. Respektvoll, informativ, cool. Viel Spaß mit meinem Gast. Eine neue Folge Klaus trifft Frauenfußball. Heute einen Gast aus Leverkusen, Friederike Depol. Herzliches Willkommen, Friederike. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, es ist ja eine Sache gewesen, ein Zufall, dass wir da in Kontakt gekommen sind. Ich habe es vorher schon gesagt, ein 93-jähriger alter Mann läuft über einen Golfplatz und trifft im Nachhinein deine Schwiegermutter. Mein Vater hat es mir dann berichtet und so sind wir dann wieder in Kontakt gekommen. Also die Schwiegermutter ist ja meine ehemalige Klassenkameradin aus der Realschule. Ja, ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch heute und danke auch den Herrn Thalmann und den Herrn Schmitz, dass die das so machbar gemacht haben. Ja, ja, du bist in Bielefeld bist in Bielefeld geboren, richtig? Ja, genau. Du hast die ersten Schritte in Altenhagen gemacht. Das ist so ein kleiner Ort Nähe Bielefeld, so zwischen Bielefeld und Herford. Hast du da mit Jungs auch zusammengespielt? Weil es ist ein kleiner Verein, ne? Ja, am Anfang habe ich mit Jungs zusammengespielt. Ich habe angefangen mit 6, glaube ich. Da gab es noch keine reinen Mädchenmannschaften und in meinem Alter erst recht nicht. Ich habe da mit einer Freundin zusammen angefangen. Also die habe ich wirklich in der Grundschule kennengelernt. Die hat mich mit zum Training genommen, weil sie selber vorher schon Fußball gespielt hat bei den Bambinis in Altenhagen. Und ja, das ist dann, ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich wollte dabei bleiben und habe dann zu meinen Eltern gesagt, ja, Fußball kann ich mir vorstellen, möchte ich machen. Und dann fing das irgendwie so an in Altenhagen. Na gut, und dann warst du also von Beginn an Torhüterin oder bist du dann auch erstmal auf anderen Positionen? Ja, nicht so ganz. Also wir haben damals ja noch Kleinfeld gespielt. Da war ich, glaube ich, rechter Verteidiger in meiner ersten Saison. Aber da hat schon zweimal der Torwart gefehlt und hatte der Trainer mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ins Tor zu gehen. Habe ich dann auch gemacht. Und das hat mir total Spaß gemacht, dass ich zu meinem Papa gesagt habe, Papa, nächste Saison möchte ich dann ins Tor. Ich möchte nicht mehr Feldspieler sein. Ja, und seit der zweiten Saison, seit ich Fußball spiele, bin ich dann im Prinzip ins Tor gewechselt. Ja, da warst du immerhin 5 Jahre in Altenhagen und bist dann irgendwann nach Herford gewechselt. Das war dann in der zweiten Liga bei Herford oder was ist da gewesen? Ja, als ich nach Herford gewechselt bin, war ich natürlich noch im Jugendbereich. Ich glaube, ich bin da in der D-Jugend dann eingestiegen. Da war es dann auch zum ersten Mal wirklich ein reines Mädchenteam, was allerdings gegen Jungs gespielt hat. Und die Strukturen waren damals dann natürlich noch komplett anders. Wir hatten nur einen Torwarttrainer für den gesamten Verein. Und da ist es dann relativ schnell so gewesen, dass ich mit den Älteren zusammen trainiert habe. Also, dass er wirklich die komplette Jugendhäuterin dann an 2 Tagen in der Woche versammelt hatte. Die waren dann, ich glaube, ich war 12 und die Älteste war ungefähr 17. Und so ging das natürlich dann weiter, dass ich in Herford in den Jugendteams immer Torwarttraining gehabt habe bei ihm und irgendwann dann auch zu den Seniorinnen hochgezogen worden bin, recht früh. Ich kann mich dann auch recht gut daran erinnern, dass meine Mutter da nicht so ganz begeistert war, dass so ein kleines 14-jähriges Mädchen jetzt gerade bei den Frauen damit trainiert. Aber sie konnte mir das auch nicht abschlagen, da dann zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht da ins Torwarttraining. Deswegen habe ich recht früh dann auch schon mit den Damen zusammen trainiert. Damals in Herford, das war, ich glaube, in meiner ersten oder zweiten Saison da in der Jugend sind die gerade von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen und dann ja auch irgendwann in die erste Liga. Ja, SV Herford, die waren ja, das war ja ein Name, ne, im Kreis Bielefeld. Die haben von Herford, die haben ja auch Bundesliga gespielt, haben immer wieder versucht, auch sich zu etablieren, aber hat schlussendlich nicht ganz funktioniert. Ne? Ja, genau. Also es waren, ich glaube, 3 Aufstiege, drei Erstligasaisons waren es dann. Im ersten Jahr war es, glaube ich, noch am knappesten. Das war, glaube ich, bis zum Ende noch spannend und die anderen beiden Saisons waren schon recht deutlich, dass der Frauenfußball da schon eine Entwicklung genommen hat, dass es für so einen kleinen, reinen Frauenfußballverein schon wirklich schwierig war, da irgendwie Fuß zu fassen und als Aufsteiger sowieso die Liga zu halten, sodass es dann jedes Mal nach einer Saison wieder runterging. Ja, das ist wirklich schade. Und jetzt sind sie ein bisschen nach unten versunken. Ne? Es ist wirklich schade. Ja. Das hast du erzählt, du hast mit Jungs gespielt. War das für dich gut, mit Jungs zu spielen? Weil Diskussionen gibt es ja im Augenblick wieder,
die vom DFB ausgelöst werden, dass Mädchen mehr mit Jungen spielen müssen sollen. Ja, ob das jetzt gut ist, das möchte ich gar nicht so sehr beurteilen. Ich kannte es damals nicht anders. Es gab gar nicht die Möglichkeit, in einem reinen Mädchenteam zu spielen. Von daher war das für mich vollkommen in Ordnung. Ja, wie gesagt, ich kannte es nicht anders. Für mich, also Okay. für mich war es super. Mir hat es mit den Jungs super viel Spaß gemacht. Es war dann auch irgendwie cool, so zu hören, ach, guck mal, da spielen zwei Mädchen mit. Das war zu der Zeit noch was Besonderes. Von daher, so richtig beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht war, kann ich nicht. Aber ich schätze, dass es schon nicht verkehrt ist, dass Mädchen relativ lang mit Fußball, also Fußball mit den Jungs zusammenspielen, weil da auch nochmal ja so ganz andere Komponenten gefragt sind. In so einem Mädchenteam ist es vielleicht manchmal auch einfach ein bisschen zu lieb auf dem Platz. Könnte ich mir vorstellen, dass es bei Jungs ein bisschen ruppiger zugeht, dass die Mädels da ein bisschen mehr lernen, sich durchzusetzen. Ich schätze, das hat alles Vor- und Nachteile, ob man jetzt wirklich in einem rein Mädchenteam spielt oder mit Jungs zusammen. Da gibt es sicherlich Vor- und Nachteile auf beiden Seiten. Okay, jetzt bist du weiter gezogen. Hoffenheim steht hier 2015 bis 2019, auch eine gewisse lange Zeit. Dann nach Wolfsburg, da hast du auch noch mal so einen gewissen Schritt gemacht. Wie waren da die Erfahrungen Hoffenheim, Wolfsburg? Ja, Hoffenheim war für mich natürlich so der richtige Start in die Bundesliga. Ich war zum ersten Mal etwas weiter weg von zu Hause, auf mich allein gestellt. Das hat damals mit meinem Studium super zusammengepasst. Das konnte ich super verbinden. Ich meine, ich habe damals in Karlsruhe studiert und in Hoffenheim halt oder in St. Leon trainiert. Das waren relativ kurze Wege, was man einfach gut vereinbaren konnte. Es war eine coole Erfahrung auf jeden Fall, auch diese Hoffenheimer Geschichte mitgemacht zu haben. Die sind ja damals auch aufgestiegen. Inzwischen sind sie ja, glaube ich, 10 Jahre schon in der ersten Bundesliga. Man hat da wirklich was entstehen sehen und es war natürlich cool, da ein Teil gewesen zu sein. Wolfsburg war da natürlich nochmal ein Riesenschritt nach vorne. Ich bin ja Profifußballerin gewesen in Wolfsburg. Ich habe da wirklich mich auf den Fußball konzentriert. Da sind natürlich nochmal ganz andere Bedingungen und natürlich auch ganz andere Anforderungen. Also da steht der Fokus, also der Fokus liegt wirklich auf dem Fußball. Da geht niemand nebenbei irgendwie arbeiten, sondern ja, hat wirklich Fußball als Hauptberuf. Und die Trainingsbedingungen sind natürlich auch komplett anders. Da muss keine Rücksicht genommen werden auf irgendwelche Verpflichtungen. Da wird alles um den Fußball drumherum geplant. Ja, das ist natürlich nochmal was ganz anderes gewesen als in Hoffenheim. Ja gut, okay. Wird sich wahrscheinlich auch so ein bisschen geändert haben in Hoffenheim, aber ja, die Zeit bringt das halt mit sich. Ja, Erfolge in der Jugend hast du dann auch gehabt, das darf man nicht vergessen. Du bist bei der U17 Europameisterschaft, bist du 2010 und 2011 mit deinem Team Dritter geworden, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, deutsche Meisterin 2019, 20, deutsche Pokalsiegerin 20 und 21 mit Wolfsburg. Da hast du schon Erfolge. Auch, ich weiß jetzt nicht, wie die Einsatzzeiten da waren, ist auch, sag mal, egal, aber das sind Dinge, die du dann mitnimmst, ne? Oder ganz, wo du stolz drauf bist. Ja, auf jeden Fall. Also das hätte ich mir vor 10 Jahren nicht träumen lassen, dass ich mal ein Pokalfinale spiele, dass wir auch den Pokal gewinnen, sogar zweimal oder deutsche Meisterin. Das war nie ein Ziel, dass ich sage, ich wollte das unbedingt mal werden, aber es ist natürlich unfassbar schön, auch Champions League gespielt zu haben, oder bei den U17, U19 Nationalmannschaften Spiele gemacht zu haben, Titel gewonnen zu haben. Man gehört ja trotzdem dazu, auch wenn man nicht in der ersten Elf spielt. Ich habe ja 365 Tage im Jahr im Prinzip Fußball im Kopf. Das ist einfach so. Und ich gebe auch, wenn ich nur die Nummer 2 bin, gebe ich natürlich auch alles im Training, einfach um die Nummer 1 natürlich auch zu pushen und herauszufordern. Von daher hat man da sicherlich irgendwie einen Anteil an so einem Titel, auch wenn man nicht selber jetzt auf dem Platz gestanden hat. Das ist eine ganz wichtige Aussage, auch für jüngere Torhüterinnen oder für jüngere Spielerinnen, die vielleicht irgendwann mal jetzt nachkommen, die das mal hören, ja, dass man auch als Nummer zwei seinen Anteil am Erfolg des Teams haben kann. Ja, du hast angesprochen, du hast die U15, 17 und die U19 durchlaufen. Das sind ja auch Erfahrungen, ne? So Nationalmannschaft, die Lehrgänge in den verschiedenen Altersstufen.
Das hat dich doch bestimmt auch noch mal, ja, auch menschlich, charakterlich geprägt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin unfassbar dankbar, was mir der Fußball in meiner Jugend alles ermöglicht hat. Natürlich habe ich öfter mal in der Schule gefehlt. Es war dann auch manchmal ein bisschen anstrengend, das alles nachzuholen oder aufzuarbeiten. Aber ich bin unfassbar dankbar, wenn ich darüber nachdenke, welche Länder ich in der Welt schon alles bereisen durfte. Natürlich durch die Turniere. Die U17-WM war damals in Trinidad und Tobago. Ich glaube, da wäre ich ohne den Fußball niemals hingekommen. Oder auch mit der Westfalen-Auswahl hatten wir damals zwei Reisen nach Südafrika, wo wir vor der WM damals uns den Stadionbau dann angeguckt haben. Eigentlich hätten wir da auch spielen sollen. Das hatte dann leider nicht gepasst, weil irgendwas mit dem Rasen war. Aber das ist unfassbar schön gewesen, mit ja, 14 oder so, glaube ich, nach Südafrika zu fliegen für 10 oder 14 Tage. Da wird man auch unfassbar schnell erwachsen und ja, schätzt das einfach, was man da erleben darf. Hast du in Südafrika denn auch die Minen gesehen? Die was Also gesehen? die großen Minen, Diamantminen, diese großen Hügel? Nee, Nein? das haben wir nicht gesehen. Wir sind damals, glaube ich, nach Johannesburg geflogen und sind dann, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Maputo in so eine Lodge und haben da trainiert, beziehungsweise Ah, okay. Freundschaftsspiele gehabt und an so einem kleinen Turnier auch teilgenommen. Also da stand wirklich mehr so diese internationale Freundschaft im Fokus und so ein bisschen Botschafter zu sein für die WM, auch wenn es die Männer-WM war. Und wir haben natürlich den Krüger Nationalpark besucht und auch andere Aktivitäten außerhalb vom Fußball gehabt, aber diese großen Minen oder sowas haben wir uns da jetzt nicht angeguckt. Ja, das habe ich gesehen. Ich bin ins Land gefahren. Das war fantastisch, ne? Und auch, sag mal, dieser Unterschied arm und reich. Da war eine Straße, da war rechts waren die Reichen, das konnte ich wirklich sehen. Und links von der Straße waren also die alten Blechhütten, ne? Ja, Wo die genau. ärmeren Leute dann gewohnt haben. Gut, Leverkusen, kommen wir zu Leverkusen. Da bist du aktuell, hast doch deinen Vertrag verlängert. Das heißt, in Leverkusen fühlst du dich wohl. Ja, auf jeden Fall, das kann ich so unterschreiben, ja. Gut, jetzt wart ihr im Trainingslager, das war in Goch. Genau. Wie lange wart ihr da genau? Wir waren jetzt 6 Tage in Goch. Das war ein verhältnismäßig kurzes Trainingslager. Wir hätten eigentlich an dem abschließenden Samstag noch ein Testspiel haben sollen. Da hat der Gegner leider abgesagt, sodass wir ein bisschen umplanen mussten. Ansonsten war neben dem Training natürlich viel Teamaktivität. Also wir waren Golf spielen, wir haben zusammen in Teams ein Floß gebaut. Wir hatten noch verschiedene Workshops auch mit unserer Ernährungsberaterin, die uns da unterstützt. Und natürlich auch noch so teaminterne Besprechungen. Also es war ein recht volles Trainingslager. Ja, das finde ich toll, auch mit dem Golf. Und da wollte ich dann so ein bisschen ja, näher einsteigen. Ich habe das ja gesehen, es gab so ein kleines Video und ich glaube, da hast du auch mal abgeschlagen in dem Video. Und deswegen spreche ich das jetzt mal an. Welche Parallelen hat Fußball und Golf vielleicht? Ich habe im Vorgespräch kurz ein paar Attribute genannt. Hohe Konzentration, Disziplin. Schlagtechnik, gut, Schlagtechnik weiß ich jetzt nicht, was die Verbindung sein könnte. Gefühl für Distanzen, Bodenverhältnisse muss man gedanklich irgendwie einordnen können und durchspielen, also gerade auf dem Green, ne? Ja. Ja, also die Technik ist im Golf, glaube ich, im Vordergrund. Wir hatten einige Spielerinnen dabei, die sich erstaunlich gut gemacht haben. Wir hatten auch ein paar dabei, da hat es nicht so gut funktioniert. Ich glaube, beim Golf muss man ein unfassbar gutes Gefühl haben. Uns wurde es relativ leicht gemacht. Es war nur Pitch and Putt. Also man hat im Prinzip nur diesen letzten Schlag, bevor es aufs Green geht und dann ja das Einlochen. Und man musste da jetzt nicht den Schläger auswählen. Man hatte sowieso nur zwei und da war es relativ klar, welchen man wann nimmt. Ich glaube, die Konzentration beim Golf muss auch unfassbar hoch sein. Das ist wahrscheinlich eine Parallele zum Fußball. Man hat nur diesen einen Schlag und von da geht es dann danach natürlich weiter. Kann im Fußball natürlich ähnlich sein. Man hat vielleicht nur diese eine Chance im Spiel und der Torschuss muss dann sitzen, sage ich mal. Von daher so ein paar Parallelen kann man da sicherlich ziehen. Ich kenne es aus der Familie. Wir haben ein paar Golfspieler zu Hause. Die sind da schon akribisch, weil unfassbar viel Arbeit dahinter steckt, dass man wirklich dieses gute Gefühl für den Ball hat. Das ist, glaube ich, auch einfach eine Übungssache.
gibt sicherlich auch Naturtalente, aber Golf ist, glaube ich, einfach eine Sache der Übung, dass man wirklich einfach ein Gefühl für, ja, für die Bahn bekommt, für den Schläger, für den Ball. Und das ist im Fußball natürlich nicht anders. Man braucht einfach ein gewisses Gefühl für Situationen, was ist gerade richtig, was passt gerade. Und da würde ich schon so ein bisschen die Parallelen ziehen. Ja, gerade die Schlägerauswahl, das ist ja auch ganz wichtig. Siebener Eisen oder neuner Eisen, ne? Ja. Da kannst du dich schon mal was tun. Und wenn du aus dem Sandkasten rausspielst, musst du ja auch bestimmte Schlägerauswahl treffen, ne? Und dich auch entsprechend hinstellen und so weiter. Ich habe auch mal versucht zu spielen. Mein Vater war immer besser, ne? Ich habe es dann aufgegeben. Spielst du denn auch in deiner Freizeit Golf? Nee, Okay. spiele ich nicht. Hatte ich bisher noch keine Zeit dazu, aber es würde mich schon mal reizen, mal so einen Schnupperkurs mitzumachen. Und vielleicht, wenn es sich irgendwann ergibt und ich ganz viel Zeit und Geld übrig habe, dann würde ich es vielleicht auch hobbymäßig machen. Aber bisher hat das noch nicht so funktioniert. Das ist leider ein bisschen teuer, ne? Ja, also es ist alles relativ, aber die Zeit habe ich sowieso noch nicht dafür. Ja, gut, okay. Dann seid ihr auf dem Trainingslager gewesen. Da werdet ihr bestimmt auch in den Mannschaftsbesprechungen euch Ziele gesetzt haben. Mit dem Trainerteam oder noch nicht? Noch nicht. Das steht tatsächlich jetzt in der nächsten Woche steht es an, dass wir mannschaftsintern uns ein Ziel setzen wollen, dass wir natürlich auch mit dem Trainerteam besprechen wollen, was die als Ziel setzen. Und deswegen kann ich leider noch gar nicht so viel dazu sagen. Das ist gar nicht schlimm, ne? Das sollte auch euer Geheimnis bleiben. Aber was ich jetzt herausgehört habe, das heißt, das Team setzt sich zusammen, der Kader von 23 Frauen zum Beispiel. Ihr besprecht, was ihr so vorhabt, und dann besprecht ihr das mit dem Trainerteam. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden? Also letztendlich werden wir ein gemeinsames Ziel haben, das Natürlich. aus den Vorstellungen des Trainerteams und des Teams zusammengesetzt wird. Wir wollen aber erstmal als Spielerinnen uns zusammensetzen und so ein bisschen gar nicht jetzt einen Tabellenplatz festlegen oder irgendwie eine gewisse Punktzahl, sondern einfach, wie wollen wir spielen, wie soll unser Spielstil sein oder so kleinere Ziele auch setzen. Und letztendlich wird dann Tabellenplatz dabei rauskommen. Aber uns als Mannschaft geht es erstmal darum, wie wir überhaupt spielen wollen, wie wir auftreten wollen. Und darauf aufbauen dann einen Tabellenplatz festmachen. Ich finde das sehr interessant, dass sich das Team zusammensetzt, kleine Ziele schon mal vereinbart, weil ihr müsst da ja auch zu stehen und das dann quasi mit dem Trainerteam in Abstimmung bringen. Finde ich gut, finde ich klasse, weil das ist ja ein Teil der Mitbestimmung auch innerhalb des Ganzen, der Mannschaft mit dem Team. Ihr seid ja Trainer und Mannschaft, das ist ja ein Team. So soll es Genau, der sein. Trainer hat natürlich diesen Blick von außen. Er kann gewisse Sachen vorgeben. Er gibt die Taktik vor und auch den Matchplan. Aber dennoch haben wir Spielerinnen ja es dann letztendlich in der Hand. Und es zählt ganz, ganz viel auch, wie wir uns fühlen. Zählt dann natürlich auch mit rein. Deswegen, ja, ist es so ein Zusammenspiel auf jeden Fall. Aber letztendlich sind wir es, die auf dem Platz entscheiden, was und wie es passiert. Und wenn wir uns nicht sicher fühlen mit der Marschroute des Trainers, dann bringt es ja nichts, wenn wir das auf Biegen und Brechen irgendwie durchziehen wollen, wenn wir selber auf dem Platz ein anderes Gefühl haben. Und das ist einfach wichtig, dass man da dann an einem Strang zieht, dass zumindest die 11, die auf dem Platz stehen, das gleiche Ziel gerade in dem Moment haben. Ja, ich finde das wirklich, ich finde das klasse, wirklich, weil das ist beispielhaft, ne? Kann man wirklich als Beispiel nehmen, dass man sich da als gesamtes Team ja dieses Ziel oder diese kleinen Steps dann vereinbart. Ist ja in einer großen Firma nicht anders, oder in einer Firma, ne? Hat man ja auch so Ziele. Ich weiß, dass ihr viele Fans habt, treue Fans. Olli Seidel ist mir bekannt, ich weiß nicht, ob er dir bekannt ist, der viel im Fanbereich macht. Wie wichtig sind euch diese treuen Fans in Heim- und Auswärtsspielen? Das ist uns sehr wichtig. Also wir haben das letztes Jahr im Heimspiel gegen Köln gemerkt. Das war direkt der zweite Spieltag. Das war ein Freitagabendspiel, also Flutlicht.
Und das Stadion, also das Ulrich-Habeland-Stadion, war gut gefüllt, natürlich auch mit ein paar Leuten aus Köln, die haben auch ordentlich was mitgebracht. Aber das ist direkt eine ganz andere Atmosphäre. Man hat das Gefühl, man wird noch mehr gepusht. Also man kann eine noch bessere Leistung abrufen, wenn da wirklich Fans im Rücken sind, die auch lautstark jubeln und vielleicht auch ganz blöd mal gesagt den Gegner auspfeifen. Das können nochmal so 5 bis 10% Unterschied sein, einfach wenn man in einem vollen Stadion spielt und da eine gute Atmosphäre ist. Das ist uns schon wichtig und da wollen wir auch diesen Weg weitergehen. Das haben jetzt ja in der letzten Saison schon viele Bundesligisten den Weg in das große Stadion gesucht. Ich hoffe einfach, dass das bei uns dieses Jahr auch mal passiert, dass wir auch mal in der Bayer-Arena spielen können und da dann auch die Ränge gut voll machen können. Das wäre schon ein Ziel von uns für dieses Jahr. Ja, das würde uns als Frauenfußballanhänger und Frauenfußballfans, die auch unabhängig von Leverkusen sind, würden sich wirklich freuen, wenn Leverkusen da mal in die Bayer-Arena reingeht und das einfach mal ausprobiert Ja. für die Frauen, für die Mannschaft. Ich denke, das kann auch ein guter Ansatzpunkt sein. Männerfußball ist verhältnismäßig teuer im Vergleich zum Frauenfußball, also was Eintrittspreise und so weiter angeht. Und ich denke, dadurch, dass es bei uns zum Beispiel die Bayer Arena wird vermutlich nicht voll werden, wenn wir dort spielen. Das ist natürlich aber auch eine Chance für Eltern mit etwas kleineren Kindern, dass das preislich alles in einem Rahmen bleibt, aber man den Kindern schon einfach mal so ein Stadionerlebnis dann auch zeigen kann oder dass einfach die Kinder das mal mitbekommen, wie es ist, in so einem großen Stadion zu sein und Fußball zu gucken. Das ist, ja, glaube ich, eine Chance einfach. Der preisliche Rahmen ist einfach was anderes und ich glaube auch die Atmosphäre. Wir haben keine Ultra-Fans, die da irgendwie komische Gesänge anstimmen, die für kleine Kinderohren jetzt nicht bestimmt sind, sondern das ist alles noch in einem recht harmlosen Rahmen. Und ich glaube, das kann für Kinder ein super cooles Erlebnis sein, da einfach mal mitzukommen und sich das anzuschauen. Ja, das ist ja das, was den Frauenfußball im Augenblick ja noch ausmacht, dieses Familiäre. Also ein Bayer Leverkusen-Fan kann bei Bayer München drin stehen, in Kanna, Ja. ohne Gefahr zu laufen, dass er jetzt Probleme kriegt mit seinem Körper, dass er verletzt wird oder so, ja, dass er angemeckert und ausgeschnauzt wird. Das ist der Frauenfußball auch, dass man. Ich bin öfters mal in Sand zum Beispiel. Da gibt es den leckeren Kuchen. Da fahre ich dann mal hin und esse immer gerne Kuchen. Sieht man, ne? Also das sind so familiäre Dinge, die der Frauenfußball bietet, dass man da wirklich gefahrlos ins Stadion gehen kann. Es sind auch keine Polizeieskorten da vorm Stadion. Das ist wirklich eine tolle Atmosphäre. Das soll man beibehalten. Toller Appell von dir. Dankeschön. Das war genau in meinem Sinne. Gut. So, jetzt bist du ja Torhüterin. Du hast jetzt mehrere Vereine durchlaufen. Was ist so das Besondere an einem professionellen Torwarttraining, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Training vielleicht, ja, bei VfL Schildische oder ich weiß es nicht, ja? Ja, finde ich schwer zu sagen, weil ich natürlich ehrlicherweise, glaube ich, noch nie bei so einem Training irgendwie mal zugeguckt habe. Also was ich auf jeden Fall über Torwarttraining sagen kann, ist, dass jeder Torwarttrainer seinen ganz eigenen Stil hat. Sei es beim Übungsaufbau oder auf was für Sachen er Wert legt. Also da habe ich wirklich in meiner Karriere jetzt schon wirklich viele Torwarttrainer gehabt und da kann ich nicht sagen, der war genauso wie der andere, sondern die waren wirklich alle ziemlich unterschiedlich, sowohl charakterlich als auch halt von ihrer Arbeitsweise. Bei uns ist es jetzt so, wir haben relativ, ja, fixen Wochenablauf, kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wann wir spielen und wann dann halt auch das nächste Spiel ist. Wir integrieren viele Krafteinheiten oder Kraftübungen schon beim Abdrucktraining, dass man wirklich einen Effekt dann direkt auf dem Platz spürt. Ja, wir Torhüter in Leverkusen haben sowieso jetzt einen sehr speziellen Krafttrainingsplan, dass wir nicht einmal oder zweimal in der Woche Krafttraining machen, sondern dreimal und das alles dann sehr gesplittet. Das war für mich jetzt auch neu. Das haben wir, glaube ich, letztes Jahr eingeführt. Und von daher, das Torwartspiel ist auf jeden Fall komplexer geworden. Also es wird von uns Torhütern jetzt viel, viel mehr verlangt, auch am Fuß. Muss eine gewisse Qualität vorhanden sein, natürlich dann auch mit dem schwachen Fuß. Also da hat sich das Torwarttraining oder das Torwartspiel in den letzten Jahren auf jeden Fall weiterentwickelt. Wie das jetzt mit einem normalen ja, Torwarttraining auf Breitensportebene ist,
finde ich jetzt schwierig zu vergleichen, da kenne ich mich da einfach zu wenig aus. Ja, gut, war vielleicht auch eine dumme Frage von mir. Alles gut. Ja, ich wollte vielleicht einfach nur mal die Besonderheiten rausstellen, dass ihr gewisse Übungen macht für den Abdruck, für die Sprungkraft insgesamt, dass ihr auch da oben in die Ecke reinkommt, dass ihr Flanken entsprechend abfangt, die sich vom Tor wegdrehen, die sich aufs Tor zu bewegen. Da werdet ihr bestimmt einiges machen. Habt ihr eigentlich auch so eine Schusskanone? Ich habe jetzt mal mehrere Filme gesehen. Es gibt so eine Kanone, wo die Bälle abgeschossen werden in verschiedene Stellungen. Ja, ich glaube, so eine Ballmaschine ist das, aber sowas Ja, haben oder wir Ball. nicht. Ja, nee, sowas haben wir nicht. Wir haben einen Torwarttrainer, der ziemlich gut schießen kann. Das reicht eigentlich auch. Von daher, so notwendig ist es überhaupt nicht. Nee. Ich habe das, wie gesagt, ich habe das jetzt die letzten Wochen mal im Internet gesehen. Da gibt es dann tatsächlich, wie beim Tennis, gibt es dann diese Ballmaschinen. War sehr interessant. Du hast erzählt, du würdest auch deine Mitbewerberin pushen. Wie geht's denn Charlotte? Die ist bei mir auch schon mal gewesen im Talk. Ja. Ja, soweit ganz gut. Also wir haben heute Vormittag noch zusammen trainiert. Deswegen, Okay. da ging es ihr noch gut. Ich gehe davon aus, dass sich das nicht geändert hat. Okay. Sie ist, also ich kenne sie ja noch aus meiner Zeit aus Hoffenheim. Die war damals in der zweiten Mannschaft, ich in der ersten. Ah, Da hatten wir okay. schon zusammen Torwarttraining. Also wir kannten uns schon. Ich glaube, 2 Jahre haben wir da zusammen trainiert. Und sie ist jetzt letzte Woche ins Training hier eingestiegen. Ich meine, es ist die letzte oder vorletzte Woche war. Von daher ist sie noch nicht so lang hier. Sie ist aber ein cooler Typ. Ich komme mit ihr gut zurecht. Das ist auch mit Anne Moll ein cooles Torwartteam, was auf jeden Fall Spaß macht auch. Und ja, ihr geht's gut. Und ja, ich sehe sie ja morgen dann wieder. Schöne Ja, Grüße werde ich von mir. ausrichten. Ne? Ihr Papa ist bei mir in der Facebook-Gruppe. Deswegen weiß ich, ab und zu mal höre ich was. Gehen wir mal zur WM. Jetzt haben wir die WM beendet. Was hat dich da bei der WM am meisten überrascht, wenn du jetzt mal Spiele gesehen hast oder das vielleicht medial verfolgt hast? Also es war natürlich ein bisschen schwierig für mich, Spiele zu verfolgen, denn die auch teilweise nachts waren oder wir vormittags halt selber trainiert haben. Deswegen habe ich nicht allzu viel gesehen. Was mich natürlich überrascht hat, war das Ausscheiden der Deutschen in der Vorrunde. Damit hatte man jetzt nicht unbedingt gerechnet, auch wenn man weiß, dass es eine etwas schwierige oder holprige Vorbereitung war. Das hat man ja in den Medien ein bisschen mitbekommen. Ich finde, allgemein ist das Niveau nach oben gegangen. Also dass auch kleinere Mannschaften gut mitgehalten haben und wirklich klasse Spielerinnen dabei hatten. Und auch einige Überraschungsteams dann recht weit gekommen sind. Also ich denke, im Vorfeld hat nicht unbedingt jemand mit Australien im Halbfinale gerechnet. Das war für mich schon eine kleine Überraschung. Oder dass sich dann in der deutschen Gruppe halt dann Kolumbien auch durchsetzt. Das waren auf jeden Fall Überraschungen. Und allgemein, finde ich, hatte das schon ein recht gutes Niveau. Etwas befremdlich fand ich die wirklich ultralangen Nachspielzeiten, also von 15 Minuten. Das ist, ja, gut, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber das Torwartniveau ist auch nach oben gegangen, würde ich sagen. Also es waren keine extremen Ergebnisse. Also natürlich, jetzt Deutschland hat 6-0 gewonnen, Japan hat auch einmal 4-0 gegen Spanien gewonnen. Aber es waren nicht mehr diese ganz krassen Ausreißer, dass ein Team wirklich absolut chancenlos irgendwie 11-1 oder so untergeht. Das war nicht mehr so. Und halt, wie gesagt, das Torwartniveau, was ich so mitbekommen habe, ist nach oben gegangen. Es waren nicht mehr so viele, ja, Tore, wo man sagt, das ist ein krasser Torwartfehler. Zumindest das, was ich so gesehen habe. Natürlich ein paar Schnitzer waren schon dabei, aber Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das Niveau schon nach oben gegangen. Das waren 64 Spiele in einem ganz kleinen Zeitraum, dass da mal mehrere Fehler passieren. Ja. Ist das ja logisch. Ja, ich denke auch, das Niveau ist sehr gut gewesen. Der Publikumszuspruch war sehr groß, also fast 2 Millionen Besucher. Die TV-Einschaltquoten waren sehr gut. Ja, das heißt es jetzt eigentlich wieder mitzunehmen in die Bundesliga. Nach der EM hatten wir den gewissen Boom an Zuschauer. Glaubst du, wir können da trotzdem wieder so ein bisschen, ja, partizipieren?
Ja, wir müssen irgendwie versuchen, diesen Schwung, der letztes Jahr entstanden ist, weiter mitzunehmen und ja, sich da irgendwie was zu überlegen, wie wir die Leute weiterhin ins Stadion bekommen. Ich hatte gesehen, dass jetzt Bremen ja auch schon, ich meine, dass es Bremen war, gegen Köln wieder ins große Stadion gehen will. Bin mir gerade unsicher, ob das die Partie war. Aber dass auf jeden Fall einige Mannschaften wieder ja, so ein einmaliges Event planen, im großen Männerstadion, um wirklich das Stadion voll zu bekommen. Ja, Ja, auf Freiburg gegen Bayern genau. zum Beispiel, das Eröffnungsspiel. Genau, das Eröffnungsspiel oder dann natürlich auch die Topspiele, Wolfsburg gegen Bayern, vielleicht auch dann Frankfurt noch mit dazu, dass die auch alle wieder versuchen, die große Arena dann voll zu machen. Wie genau das funktionieren soll, ob man noch mehr Werbung macht, irgendwie versucht noch mehr junge Mädels irgendwie anzuwerben, sei es über Schulen oder ja, die Mädchenteams dann wirklich, wenn die nicht sowieso schon ins Stadion kommen. Ja, einfach noch mehr Werbung machen, vielleicht noch mehr Freikarten verteilen, weil ich denke, man muss erstmal irgendwo eine Nachfrage schaffen. Man kann nicht erwarten, dass alle Leute sofort kommen und da irgendwie ihr Geld lassen, sondern vielleicht einfach erstmal versuchen, über Freikarten, so ein Stadion erstmal voll zu bekommen. Und wenn es denen gefällt, dann kommen sie sicherlich nochmal wieder und bezahlen dann halt auch ihren Eintritt. Aber ich denke, am Anfang muss man so ein bisschen in die Vorleistung dann gehen, wenn man die Stadien wirklich voll bekommen möchte. Da triffst du von vielen Anhängern genau den Kern, dass man Vorleistungen leisten muss. Und man darf ruhig Freikarten verteilen und damit die Teile des Stadions füllen. Das ist ja nicht zum Nachteil oder wird ja nicht unbedingt belächelt. Ne? Ja. Du hast Mädchen angesprochen, begeistern. Wie können wir noch mehr Mädchen begeistern für den Fußball? Ich denke, wenn ein Turnier ist, dann schwappt diese Begeisterung schon irgendwie auf die kleinen Zuschauer über. Es wäre natürlich jetzt vielleicht vorteilhafter gewesen, wenn Deutschland nicht nach der Vorrunde ausgeschieden wäre, aber das kann man jetzt natürlich nicht mehr ändern. Man muss wirklich versuchen, einfach ja, Werbung für sich selber zu machen. Das heißt, dass man irgendwelche Schulen anwirbt mit Mädchen-AGs oder einfach mal so ein bisschen mehr Werbung macht. Einfach mal zeigt, dass Frauenfußball existiert in Deutschland. Ich glaube, es ist in der Grundschule könnte ich mir vorstellen, dass nicht alle Kinder oder nicht alle Mädchen wissen, dass es Frauenfußball gibt und oder allgemein, was es für Sportarten in Deutschland gibt. Das ist ja nicht nur Fußball, es sind ja so viele Sportarten, die es verdient hätten, mehr Teilnehmer zu haben oder ja, ein volles Stadion zu haben. Deswegen ja, einfach auf sich aufmerksam machen, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Wie genau das passieren soll, da können sich gerne andere irgendwie Gedanken drüber machen. Aber ich glaube, das wäre ganz, ganz wichtig, einfach zu zeigen, dass wir da sind. Gut, bin ich richtig. Also da gibt es viele Anregungen. Lass es über Internet sein, also Facebook, Instagram, aber auch Plakatwerbung, wie man es früher gemacht hat. Weil du wirst nicht alle abfangen im Internet. Ja, es ist nicht jeder im Internet. Du musst ja auch mal Zufallskunden oder Ja. Fans fangen. Also im Geschäft darf da ruhig mal wie früher ein Plakat hängen, ja. Also Kost. bei uns war es jetzt zum Beispiel die Saisoneröffnung von Bayer Leverkusen. Da haben ja die Männer gegen West Ham gespielt. Und im Vorfeld haben wir gegen Gütersloh unsere Saisoneröffnung gehabt. Also wirklich im Ulrich-Habeland-Stadion auch am Anfang, wir haben schon um 11 gespielt und das Spiel der Männer war um 15:30 Uhr. Es waren auch viele Attraktionen drumherum aufgebaut mit Kinderschminken und Hüpfburgen und alles. Und man hat zu Beginn war das Stadion noch nicht ganz so gefüllt, aber je später es wurde, desto voller wurde es einfach, weil die Leute schon ein bisschen früher ins Stadion gekommen sind und gesehen haben, ach, guck mal, da ist ja schon ein Spiel. Wenn wir sowieso schon hier sind, können wir uns das ja auch angucken. Und da hat man schon so ein paar Stimmen wahrgenommen, dass sie es super cool fanden, uns mal spielen zu sehen und auch es gut fanden, wie wir gespielt haben. Und ja, dass man einfach da so ein paar Zuschauer auch mal abgreifen kann, die dann auch einfach mal zu einem Spiel von Ja. uns kommen, wenn die Männer zum Beispiel auswärts spielen und man da nicht mitfährt. Ja, genau. Finde ich gut. Eine gute Anregung. Zum Abschluss. Drei Wünsche hast du frei. Einmal für dich privat, aber auch für den Frauenfußball oder Frauen im Fußball. Welche Wünsche wären das? Ja, also ich denke, im Frauenfußball würde ich mir einfach wünschen, dass wir wahrgenommen werden,
und dass man sich keine Gedanken darüber machen muss, beleidigt zu werden, weil das auch immer noch ein ganz großes Thema ist. Also da würde ich mir einfach wünschen, dass dieser Boom, der letztes Jahr entstanden ist, weitergeht und wächst. Dann würde ich mir für den Frauenfußball noch wünschen, dass wir ja, die Bedingungen weiter ausbauen, dass in der gesamten Bundesliga auch wirklich Bundesliga-Niveau bei den Bedingungen, bei den Gegebenheiten, bei den Platzanlagen entsteht. Und persönlich denke ich, dass es meiner Familie gut geht, dass es mir gut geht, dass ich natürlich hoffentlich verletzungsfrei bleibe und wir eine erfolgreiche Saison spielen. Sehr gut. Jetzt sind wir eigentlich über das Thema hinweggekommen. Du bist ja am Studieren, Ernährungswissenschaftlerin. Ganz kurz, was beinhaltet das alles? Ja, mein Studium ist zu 75% darauf ausgelegt, in Richtung Ernährungsberatung, also wirklich grundlegende Sachen mit Warenkunde, mit Stoffwechsel, mit ernährungsassoziierten Erkrankungen, und 25% geht so ein bisschen Richtung Qualitätsmanagement in der Lebensmittelindustrie, Lebensmittelrecht. Und das sind so die zwei Zweige, die in meinem Studium abgedeckt werden. Und ja, für mich so ein bisschen als Plan nach der Karriere, ich würde ganz gerne in die Qualitätssicherung, in der Lebensmittelindustrie gehen. Ich hatte in meinem ersten Studium Biologie studiert und habe das auch abgeschlossen mit einem Bachelor, und da hat mir schon diese Laborarbeit wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das hatte ich jetzt in einem Praktikum hier in der Brauerei auch, also dass ich wirklich morgens im Labor war, da die Qualitätssicherung gemacht habe und nachmittags dann ins Training gegangen bin. Also das ist ein bisschen das, was ich mir für die Karriere danach vorstelle. Aber bevor hier Gerüchte rumkommen, im Labor hat man natürlich nichts getrunken, sondern die entsprechenden Bestandteile geprüft, richtig? Also Ja, Hopfen zum genau. Beispiel, Qualität, Hopfen und so, ne? Ja, genau. Also zum Beispiel montags war immer die Wasseranalyse. Es gibt ja einmal das Wasser, mit dem wirklich gebraut wird. Es gibt dann aber auch von Reinigungsanlagen, die Wasser stellen. Also es waren, ich glaube, 10 oder 12 Proben, und die mussten dann natürlich auf Nitratgehalt, auf Eisengehalt, auf pH-Wert untersucht werden, also solche Sachen. Dann natürlich auch die mikrobiologischen Tests, also sind da irgendwelche Keime, sind in den Reinigungssystemen irgendwelche Keime, irgendwelche Bakterien, also wirklich alles drumherum, nicht nur das Produkt selber, sondern auch die Sicherheit und die, ja, Einsatzfähigkeit der Anlagen und der Flaschen, der Fässer, wie auch immer, dass das auch alles in einwandfreiem Zustand ist. Ja, das ist ein umfangreiches Feld, ne? Ja, Also genau. nicht nur Verkostung, ne? Ja. Nee. Okay, Nee, nee. damit wollte ich nur aufräumen, falls da irgendwelche Gerüchte drauf. Nein, nein, die Verkostung habe ich persönlich auch ausgelassen. Das habe ich nicht gemacht. Also, nee, das musste nicht sein. Ja, genau. Okay. Rieke, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ich werde jetzt kurz ausschalten.